Kannst du mir noch... Oh, Sohn der Geheimnisvollen. Erst wenn die Zeit... Ja, das haben wir schon gehört. Okay, wir haben die Sache mit dem Apfeltabak erledigt. Wir können ihm jetzt weiterhin Honigtabak geben, wenn wir wollen. Und wir haben eine Weissagung für 600 Erfahrungspunkte gekriegt, wofür wir nur 250 Gold zahlen mussten. Das finde ich toll. So, schau mal. Schau mal, was ich hier für ein Buch habe. Lemas Schuldenbuch. Wie bist du daran gekommen? Tja. Wenn Lema es nicht mehr hat, ist das gut. Aber lieber hätte ich es selbst. Okay, das ist jetzt die Frage, ne? Wem geben wir es? Moment mal, wieso kann man wie sieht's aus fragen? Wie sieht's aus? Du siehst nicht so aus, als ob dir die Sorgen anderer irgendwas bedeuten. Ah. Doch, natürlich. Tja, Überraschungen gibt es immer wieder. Ich habe in der Tat ein Problem. Ich habe vor kurzem ausgemistet und einen Packen alter Karten an Brahim, dem Kartenzeichner unten im Hafen, verkauft. Ah, deshalb habe ich das gekauft, leider genau. Leider habe ich festgestellt, dass mir ein Schriftstück abhanden gekommen ist. Ich vermute, dass es versehentlich zwischen die Papiere geraten ist. Könntest du es mir wieder beschaffen? Schon erledigt. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Du bist ein Schatz. Ich wünsche dir viel Glück. Wenn du mir das Stück zurückbringst, bekommst du auch eine Belohnung. Okay. Hier. Meinst du dieses Schriftstück? Ja, genau das habe ich gesucht. Danke. Was ist meine Belohnung? Nicht so hastig. Hier hast du dein Gold. 200 Gold für so eine dumme alte Karte. Wie geil, wie reich ist die Tussi? Gib mir einfach 200 Gold. Und was macht die dann für ein Problem wegen dem Buch? Hier, nimm das Buch. Danke. Nimm das hier als Belohnung. Was hast du mir da gegeben? Es ist ein Schlüssel zur Pforte des Reichs. Das ist der Schlüssel, genau, den brauche ich ganz, ganz, ganz dringend. Mit dem kann ich dann genau, wenn ich jetzt nämlich schon zu der Insel geschwommen wäre, von der Diebesgilde, da brauche ich jetzt nicht extra angucken. Wenn ich zu der Insel von der Diebesgilde geschwommen wäre, wäre ich da gar nicht reingekommen, ne? Weil dazu braucht man den Schlüssel. Und den habe ich jetzt bekommen und deshalb hat das jetzt eindeutig was Gutes an sich. Ja gut, ich habe jetzt den Schlüssel für diese Diebesgildeninsel, die ich noch irgendwann suchen muss. Das werde ich machen, sobald ich meine Drachenjägerrüstung habe. Also mache ich das einfach so. Ich gehe heute noch zu Onas Hof, hole mir dort die Rüstung und alles, teleportiere mich dann in der Nacht hierher, damit ich den restlichen zwei Blutkelche und Darons Haus ausrauben kann. Schlaf dann hier und mache mich dann von dort, von hier aus auf den Weg zur Insel und dann sehen wir weiter. Aber zuerst mal machen wir das alles und dann, ja. Ich glaube, hier gibt es nichts Aufregendes mehr, oder? Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ein ehrlicher Finder hat doch tatsächlich Bosper seinen geklauten Bogen wiedergebracht. Das war ich, du Schwachkopf. Ist schon komisch. Da denkt man, jeder arbeitet nur in die eigene Tasche und da kommt ein Mann vorbei und bringt einfach diesen Bogen zurück. Ja, das war ich. Du erzählst mir nichts Neues. Ich bin sogar sein Lehrling, ne? Nicht nur irgendein Mann. Was ist mit der Lederrüstung, du Spinner? Warum hast du die immer noch hier in deinem Sprechfeld? Diego, kann ich dich beklauen? Nö. Wieso kann ich nicht... Wo ist denn der Händler? Warum steht der jetzt hier? Du bist ein Bürger, du bist gar nicht der Händler. Na gut, Bosper, da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Ja, da steht einer vor der Tür, der hat genau die gleiche Stimme wie du. Okay, wo ist der verdammte Händler? Ich glaube, das ist gerade Pinkel oder so. Ach, keine Ahnung. Ah ja, seht mal, da ist er ja. Da pinkelt er hin. Reden wir mal mit ihm. Gucken wir mal, ob er irgendwie Geld für mich hat. Ich sag doch, der ist gerade am Pinkeln, ne? Okay. Hey, hör auf zu pinkeln. Jetzt, hör auf. Okay. Oh, ein Kinderspiel. Dubidu. Tschüss. Dafür kriegt man echt eine Menge Erfahrungspunkte, wenn man es richtig macht. Voll praktisch. Okay, jetzt gehen wir ins obere Viertel und gucken, ob wir dort noch irgendjemand beklauen können. Wenn nicht, kann ich hier einfach nochmal laden und den ganzen Weg zurücklatschen. Ich glaube nämlich, die sind gar nicht so dumm, aber vielleicht sind sie es zum Teil ja doch. Dringend brauchen wir auf jeden Fall die Richter, den Richtergeldbeutel und... Ja. Und, also nicht Geldbeutel, Schlüssel. Und Salandri Schlüssel genauso. Es wäre einfach. Einfach klappt nie. Aber wir probieren es aus. Also für einfach bin ich einfach noch zu schlecht. Ich habe erst 22 Geschicklichkeitspunkte. Das ist sau wenig. Ups. Wache! Okay. Er hat Wache geschrien. In dem Moment ist alles schief gegangen. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach weiter und beklaue die anderen auch noch, weil es eh auch schief gehen wird. Dann muss ich nie extra laden und Zeit verschwenden. Aber das hat nicht so ganz nach Plan funktioniert. Okay. Gerbrand kann ich auch nicht beklauen. Was ist mit Fernando? Gar nicht, der hat nichts mehr. Was ist mit Wambo? Der hat auch nichts. Was ist mit... Ach, jetzt gehen wir erstmal zum Richter, ne?
Vielleicht klappt da noch irgendwo irgendwas. Ich brauche echt dringend noch mal mindestens 10 Geschicklichkeitspunkte, damit ich die Einfachleute ausrauben kann. Bis dahin wird es sonst, glaube ich, nichts. Der Richter müsste hier oben sein und lesen. Deshalb kann ich da jetzt sowieso nicht, obwohl ich könnte ihn zusammen, natürlich, da kann ich locker was machen. Wenn ich ihn beklaut kriege, dann kann ich auch seine Truhe ausnehmen, ohne dass ich nachts hier bin. Einfach, na spitze. Ah, natürlich ist er unverwundbar, sonst könnte mir ja seinen Schlüssel klauen. So ein Mist aber auch, okay. Also gut, dann war's das erstmal mit den Blutkelchen. Das kann ich heute noch gar nicht, oder das kann ich jetzt gerade noch gar nicht schaffen. Ich könnte trotzdem versuchen, vielleicht schon mal Salandris zu kriegen. Vielleicht habe ich ja Glück. Also, der Richter hat einen Schlüssel, den wir brauchen für die Blutkelche. Dafür brauchen wir aber noch 10 Geschick. Das wollte ich aber eigentlich erst ausgeben, wenn ich einen neuen Bogen habe. Ich könnte meine beiden Tränke mal trinken. Dann hätte ich genug Geschicklichkeitspunkte, um die Blutkelche auszunehmen. Ich kann aber auch eigentlich noch warten. Ich warte einfach noch, bis ich noch ein paar Level-Ups habe. Irgendwann werde ich eh so viel Geschick haben, dass das locker alles funktioniert. Ich brauche ja jetzt noch nicht unbedingt das viele Geld. Apropos vieles Geld, ich habe jetzt gerade 11.000 und bei Lutero kann ich noch dieses komische Einhandbuch kaufen. Zeig mir deine Ware. Der hat ja noch hier dieses Einhandbuch. Das brauche ich. 5.000 Gold kostet es halt. Ich weiß nicht, das brauche ich eigentlich jetzt noch nicht, aber irgendwann sollte ich das vielleicht mal... Warte mal, hier hat es noch einen sinnlosen Ring. Flammenschutzring, den Scheiß brauche ich nie. Oh, ein Lederbeutel. Hanna hat ihn mir gegeben. Ach ja, da ist der Schlüssel drin. Den sollte ich vielleicht auch mal so langsam mal aufmachen, ne? Ein kleiner Schlüssel und ein paar Dietriche. Okay, Dankeschön. Na gut, eventuell habe ich jetzt hier umsonst den Schlüsseldinger aufgemacht. Ich muss ja laden, wenn ich hier eh nichts kriege. Sonst habe ich hier jede Menge Zeit verschwendet. Salandriel! Hallo. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Und einen Schlüssel, den ich brauche. Aber erstmal die Ware. Zeig mir das. Was für ein Trank? Ein Geschicklichkeitstrank. Wow, du alter Angeber. Den hat dein Kumpel da unten auch. Ich sollte vielleicht wirklich diese Geschicklichkeitstränke kaufen. Und die dann auch gleich trinken. Und zwar alle. Also gleich alle 4. Weil ich kann insgesamt 4 haben. Die sollte ich mir einfach alle gleich reinpfeifen. Gerade jetzt kann ich die eigentlich ganz gut gebrauchen. Also, warum nicht? Ich weiß aber jetzt schon nicht mehr, wen ich jetzt hier beklaut habe, ohne dass es funktioniert hat. Mist, kann ich das Gespräch nochmal machen. Okay, ich mache das jetzt einfach mit den Geschicklichkeitstränken. Wie hörte, warst du bei den Paladinen im Minental? Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Nur zur Info, Kumpel, der Trank wird dir zum Verhängnis. Huch. So, ich habe 3 Geschicklichkeitstränke und kann nachher noch einen holen und habe dann plus 20 insgesamt. Ich habe jetzt schon eine Menge Geschicklichkeit und die sollte reichen, um deinen Schlüssel zu klauen. So, dann kann ich heute Nacht wiederkommen und dann kann ich deine Truhe ausnehmen und dann habe ich einen weiteren Blutkelch. Okay. Dann, wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir gleich noch das Einhandbuch. Zeig mir deine Ware. Auch wenn es sauteuer ist. Das macht mir jetzt nichts. Ich habe noch 6.000. Das reicht erstmal eine Weile. So, das lesen wir gleich. Und dann kann ich das gleich wieder zurückhaben. Zeig mir deine Ware. Bitteschön. So. Jetzt haben wir 35% auf Einhänder. Dann gehen wir gleich mal weiter. Am besten, wir gehen nochmal zum Richter zurück. Ansonsten, Gerbrand kann man ja auch nochmal ausnehmen, weil jetzt habe ich ja, wie gesagt, genug Geschicklichkeit für die, für die alle, so rum. Also, jetzt kommen erstmal hier Cedric und Girion. Hey. Hallo, du hast nichts, okay. Cedric. Einfach. Ja, das sollte klappen. Yeah. Das hat sich voll gelohnt. Ich meine, wenigstens die Erfahrungspunkte, ne? So. Hallo, Kumpel. Gewagt. Okay, ich bin nicht mutig genug, um das überhaupt erst auszuprobieren. Okay, ausprobieren kann ich es gleich noch. Wieso hat keiner von euch Geld dabei? Hier, Albrecht. Beklau dich jetzt. Das wird nicht funktionieren, das kann ich dir gleich sagen. Gewagt ist eindeutig zu hoch für mich, glaube ich.
Mist, damit hätte ich niemals gerechnet. Okay, was ist jetzt eigentlich noch heute noch mein Plan? Also ich gehe jetzt gleich zu Akis Hof. Zu Lobards Hof gehe ich dann, wenn ich diese Banditen da killen kann, also sobald ich die Drachenjägerrüstung habe. Da kann ich dann mich noch umsehen. Bei Akis Hof kümmere ich mich noch um alles, hol dieses Schaf zurück und gehe dann weiter zur Taverne. Dort kaufe ich mir eine Teleportationsrune und dann geht's ab zu Onas Hof. Ich hoffe, dass ich das alles noch heute hinkriege. Und dann muss ich nämlich mitten in der Nacht zurück nach Corinnes teleportieren. Dieser Larius hat Geld und damit habe ich auch schon gerechnet, dass ich den beklauen kann und war auf einfach. Danke, 120 Gold, geil. Mann, ich verdiene ja echt einen Haufen Gold dadurch. Ich meine, das, rechne das mal hoch, ne? Okay, ich habe 800 für das Geschicklichkeitselixier ausgegeben und werde nochmal weitere 800 für ein weiteres Elixier ausgeben, aber egal. Ist trotzdem cool. Ich glaube schon, dass sich das irgendwie preislich gelohnt hat. Ich habe auch eh Kohle, wie blöd, also was soll's, ne? Das kann man schon so machen. So, dann muss ich jetzt noch den Richter bestehen. Es ist die Tussi natürlich hier in diesem Haus. Ich hoffe, dass die jetzt hier nicht genau da ist, wo ich dann nicht mehr an den Richter seine Truhe komme. Hey, Richter. Ich hole mir jetzt deinen Schlüssel, du Penner. Den brauchst du nicht mehr. Her damit. Yeah, ich bin der Beste. Okay. Die Tussi sitzt jetzt hoffentlich nicht hier im Erdgeschoss rum, sondern kommt hier hoch. Ja, sieht man, wie viel Glück ich habe, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. 72 Gold, bla bla, und ein Blutkelch. Einer fehlt noch, dann habe ich alle. Dann kann ich die Quest auch nachher gleich abgeben. Jetzt gehe ich aber weiter. Ich muss noch... Oh Gott, es ist 2:30 schon. Ich muss noch Gerbrand kurz ausrauben. Und dann gab es dann noch irgendwelche, die auf einfach waren. Aber ich habe vergessen, wer. Ah ja, Jora. Jora auf jeden Fall. Und ansonsten, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Keine Ahnung, sag du es mir. Keine Ahnung, wer das noch war. Lass mal überlegen. Habe ich den... Weiß ich irgendjemand? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass mir da auch irgendjemand einfällt. Aber egal, gib mir deinen Geldbeutel. Gegenstand. Achso, habe ich einen ganzen Geldbeutel geklaut. Okay. 100 Gold. Geil. Okay, ich habe schon wieder fast 8000. Ich hatte gerade noch 11.000, aber ich habe ja dieses Buch und den Geschicklichkeitstrank gekauft. Aber egal, das macht nichts. Dann, sagen wir, ich raube jetzt einfach mal Jora aus. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Ich habe die anderen schon vergessen, die ich vergessen habe. Oder die ich nicht ausrauben konnte. Warte mal, kann es sein, dass Torben einer von denen war? Ich glaube schon. Probieren wir es aus. Ansonsten, weiß nicht, im Hafenviertel vielleicht? Ich glaube, Torben war auch noch auf einfach. Und sonst fällt mir gerade niemand mehr ein. Das reicht also erstmal. Torben, her damit. 28 Gold, okay. So, dann geht's jetzt schnell zu Jora und dann geht's ganz schnell zu Akis Hof. Habe ich bei Konstantino schon geguckt? Ich glaube, Konstantino... Ja, Konstantino hatte nichts, ich erinnere mich. Gut, gehen wir gleich weiter. Ansonsten... Ah doch, der... Ah ja, der Schlüssel von diesem besoffenen Gardisten. Ich weiß auch nicht, wie das geschafft hat, so lange hier so besoffen zu sein und trotzdem den Schlüssel behalten zu können. Hey, du hackgedichter Kerl. Gib mir deinen Schlüssel. So, wir haben einen Schlüssel. Das ist einer der Turmschlüsse, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil ich glaube, die Turmschlüsse heißen Turmschlüsse. Ich weiß aber auch nicht, wo man die Turmschlüsse klauen kann. Ich bin leicht irritiert. Aber irgendwo ist noch dieser Typ namens Joe. In irgendeinem dieser verdammten Türme ist Joe. Da hinten müsste noch irgendwo eine Stadtwache sein, die einen Namen hat. Das ist der hier, Pablo. Pablo, hast du irgendwas für mich? Es wäre ein Kinderspiel. Na gut, ich glaube, das mit dem Turmschlüssel steht vielleicht auch erst später dran, bei Nacht des Raben, das kann auch sein. Wir haben auf jeden Fall ein, zwei Schlüsse. Jetzt haben wir zwei. Und das könnten die Turmschlüsse sein, ich probiere sie jetzt einfach aus. Ein Turm ist hier, hinter dir. Vielleicht ist das der richtige. Nein. Dann haben wir einen Turm da hinten, wo Pablo gerade hinguckt. Vielleicht ist das der richtige. Und dann haben wir noch zwei Türme an den, oder vier Türme an den verschiedenen Toren. Oh Gott, ich weiß echt nicht mehr, wer welche Schlüsse hat und ob es da irgendwie noch Leute gibt ohne Namen, die Schlüsse haben. Das wäre natürlich auch blöd. Also vielleicht diese Torwachen hier, vielleicht rede ich mal mit denen einfach. Weil wenn die noch einen Schlüssel haben, dann könnte es sonst schwierig sein. Auch noch mit diesem Gardist, der da vor dem Lager von unserem Freund Matteo steht, mit dem sollte ich auch noch reden. Okay. Keinen stört's und keiner ist hier. Ein grobes Langschwert. Ist wahrscheinlich schwächer als das Edle. Und dann haben wir hier noch eine Truhe zum Knacken. Die knacken wir gleich mal. Links, rechts,
Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Okay. Da ist ein bisschen Zeug drin. Das grobe Langschwert wird wohl kaum so gut sein wie das edle oder so. Nein, natürlich nicht. Gut, dann können wir jetzt, ja. Dubidu. Dann können wir jetzt weiter gucken. Einen Turm haben wir geöffnet. Ein paar fehlen noch. Fünf oder so. Halt! Das waren. Der hat nichts dabei. Dann die beiden. Wartet mal, da hat es doch auch noch eine Tür. Machen wir doch erstmal die auf, bevor wir gleich weitersuchen. Ah ja. Okay. Also es waren entweder beide Türen, das waren entweder beide Schlüsse oder es war einer, der für beide gilt. Das kann auch sein. Hier hat einen leichten Zweihänder. Ich bin aber kein Zweihandkämpfer, deswegen ist der für mich nutzlos. Genauso eigentlich die Streitaxt. Also was soll das Gelaber, ne? Okay, was haben wir hier noch? Zwei Torwachen. Habt ihr irgendwas? Hey, weitergehen. Du bist ja wirklich gesprächig. Das ist auch nichts. Mist. Okay. Ich weiß nicht, wo die ganzen Schlüsse sind. Vielleicht fällt es mir irgendwann mal ein. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Also wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch einen Elixier der Geschicklichkeit und beklauen dann noch Jora. Und dann sehen wir weiter. Dusch. Okay, ja, wir gehen erstmal zu Akis Hof. Heute Nacht müssen wir, wie gesagt, jetzt noch den Salandriel Blutkelch holen. Und den von... Ja, nee, nicht den Blutkelch, sondern das Haus von Dings ausrauben. Das Haus von Zuris und Daron. So. Es wäre einfach, seinen Trank zu stehen, ha ja? Scheiße! Ich habe nicht gespeichert. Das passiert natürlich nur mir, dass ich hier nicht speichere. So blöd muss man erstmal sein. Okay. Auf jeden Fall Zuris irgendeinen Trank, den ich immer noch nicht... Ah, warte, wenn ich seinen Trank kaufe, dann kann ich vielleicht den anderen Trank stehlen, weil ich dann genug Geschick habe. Dann habe ich nämlich über 40, das sollte reichen, hoffe ich. So. Tada! Okay, laufen wir eben nochmal den Weg. Kaufen ihm erst in einen Trank ab und versuchen dann den anderen zu klauen. Ich weiß nicht mal, was das für einer ist. Wäre ja lustig, wenn es der Geschicklichkeitstrank wäre, den ich jetzt gerade kaufen will. Dann würde es nämlich nichts bringen. Ich glaube sogar schon fast, dass es so sein könnte. Das wäre ein bisschen blöd. Dann müsste ich eigentlich noch warten. Keine Ahnung, was das, ob das der ist. Aber wir können auch erstmal Jora ausrauben, weil der ist, glaube ich, einfacher als Zuris. Und sonst haben wir, glaube ich, auch niemanden mehr. Kanta war bei Kanta war es ein Kinderspiel. Der passt gar nicht auf. Keine Ahnung, wie der Typ so einflussreich sein kann, wenn er so ein Spacko ist. So, sein Geldbeutel. Dankeschön. Ja, hat funktioniert. Und dann jetzt Zuris und auch sein Geldbeutel. Und dann sind wir hier fertig erstmal in Korinis. Dann können wir später nochmal kommen. So, Zuris. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Autsch. Und dann kaufen wir ihm einfach das Elixier ab. Kann immer noch seinen Trank klauen. Das sollte dann funktionieren, wenn ich das hier getrunken habe. Geschicklichkeit plus weitere 5. Mein Gott, habe ich jetzt schon viele Geschicklichkeitspunkte. Einfach nur, indem ich die ganzen Tränke getrunken habe. So, jetzt aber der Trank. Her damit. Yes, was ist das für ein Trank? Wahrscheinlich nur der. Toll. Gut, danke. Dann gehen wir jetzt weiter. Mika gibt es auch noch und zwei Stadtwachen. Vielleicht, oh warte mal, hier gibt es doch noch... Hier gibt es da noch Tore. Vielleicht können wir die ja auch aufmachen. Nein. Und nein, nehme ich an. Jetzt ich würde es natürlich toll finden, wenn ich jetzt Mika ausraube. Hier steht's. Ja, das war mir klar. Wenn ich jetzt Mika ausraube und ich dann mit dem Schlüssel noch die ganzen ganz weit weg Türme öffnen kann. Das wäre natürlich wirklich unnötig, aber ich könnte es mir vorstellen. Hey, Mika. Okay. Alles ruhig? Du lebst ja immer noch. Alle Achtung. Jetzt bald. Okay, wir gehen jetzt zu Akis Hof und haben wieder ein paar Banditen zu killen, glaube ich. Wir müssen auch, ja, genau. Wir müssen beide Wege nehmen. Eine Blutfliege ist hier. Aber ich sehe sie nicht. Ach, da hinten. Ah, es sind zwei. Ah, dammit. Komm her. Okay. Wir müssen beide Wege nehmen. Wir müssen einmal über die Brücke, um ein paar Banditen zu killen, da wo vorher die Goblins waren. Scheiße, die Blutfliege ist verbuggt. Mir doch egal jetzt. Was soll's.
Erstens mal brauche ich so viele Stachel eh nicht, weil irgendwann funktionieren die eh nicht mehr. Wenn ich überhaupt irgendwann mal das Blutfliegenbuch finde. Und zweitens macht mir das bisschen Kohle jetzt nichts mehr aus. Ah, da sind jetzt überall die Suchenden, das habe ich ja ganz vergessen. Okay. Mittlerweile kann ich schießen, Kumpel. Bats! Naja. Bats! Yeah, der hat gesessen, na, was sagst du dazu? Wow! Nicht Feuer! Ah, damit hast du nicht gerechnet, da war ich schneller als du. Kein Treffer hat er geschafft. Okay, diese Suchende haben Tränke dabei. Das ist sehr nützlich für einen, der zu faul ist, sich Tränke zu kaufen wie ich. Ich sollte das vielleicht mal tun. Aber naja, vorerst sparen wir vielleicht mal noch ein bisschen auf die Rüstung. Nachdem wir jetzt sowieso hier dieses Einhandverbesserungsding gekauft haben, wäre das vielleicht sehr ratsam, noch ein bisschen zu sparen. Die Einhandverbesserung schafft es, mich ein ganzes Level ab früher zum Meister zu machen. Weil es sind 5% und mittlerweile kostet ein Level ab 5%, weil ich jetzt hier so hoch bin. Bartsuchender. Schieß doch. Feuer. Okay, dann nicht. Au. Das hat natürlich toll funktioniert, mein Plan. So. Okay, wieder ein Suchender weniger. Wir räumen hier ordentlich auf mit diesen. Wir räumen diese Bastarde ordentlich auf. Diesen Wald hier müssen wir irgendwann mal durchforsten. Da sind nämlich jede Menge Viecher. Das mache ich aber auch erst später. Hier ist Ege, sein Bruder ist tot. Und dann müssen wir noch zu Akil. Der hat, glaube ich, eine Quest für mich, die heißt Schafdiebe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Quest da hat. Hallo Akil. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Sonst noch irgendwas passiert? Unser Typ ist ein bisschen aufdringlicher. Erstmal klauen wir deinen Geldbeutel, Kumpel. Dankeschön. Und dann das hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Schlafen können. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Ich habe hier noch nie Schafe gesehen. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Bald kann ich uns nicht mehr ernähren. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass du überhaupt irgendwelche hier hast. So, dann haben wir hier Randolph und dann haben wir noch die Frau. Ansonsten haben wir niemanden mehr. Der dieses Schwert von diesem einen Söldner auf dem Rücken. Finde ich auch cool. So, und hier noch Kati. Ein Kinderspiel. Immer noch alles in Ordnung bei dir? Es geht schon. Ich frage mich nur, wie lange wir diese schwarzen Teufel noch erdulden müssen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Sie schleichen ums Haus und machen so seltsame Geräusche. Okay. Gut, wir holen uns jetzt erst kurz die Banditen und das Schaf. Und danach haben wir noch ein paar Banditen hinter der Brücke zu bekämpfen. Und unter der Brücke müsste jetzt mittlerweile... Wow, der Suchende war vorher noch nicht da. Hinter der Brücke müssen jetzt mittlerweile... unter der Brücke müsste jetzt mittlerweile dieser Kaufmann sein, von dem ich geredet habe.